quasi dieses Wahlkampfes an, dann meine ich das Spiel des Bundeskanzlers mit den Ängsten der Menschen vor Krieg und Terror. Und meine Damen und Herren, ich sage, dieses markiert den Gipfel einer Legislaturperiode, die Erwartungen der Menschen sowieso schon mit Füßen getreten hat. Aber die Hoffnung zu wecken mit ihrer Position beim Irak, könnte eine Bundesregierung überhaupt die Chance haben, nach dem 22. September durchzukommen? Das ist der schamloseste Betrug am Wähler, den ich in meiner politischen Geschichte und viele andere jemals erlebt haben, Herr Bundeskanzler. Und ich sage schamlos, Sie würden wahrscheinlich unanständig sagen, weil es hier nicht um Dinge, die auch wichtig sind, wie Arbeitsplätze, Steuern und vieles andere geht, sondern hier geht es um die Ängste und Gefühle der Menschen und mit denen spielt man in verantwortlicher Politik in Deutschland nicht, meine Damen und Herren. Und ich sage, das hat nichts damit zu tun, dass wir ein Thema zum Tabu erklären wollen. Selbstverständlich muss man über die Fragen von Krieg und Frieden im Zusammenhang mit dem Irak sprechen. Selbstverständlich muss man davon sprechen, aber man muss so davon sprechen, dass man es verantwortlich tut, meine Damen und Herren. Verantwortlich im Blick auf das, was notwendig ist. Und Herr Bundeskanzler, Sie wissen doch ganz genau, dass Ihre Position überhaupt nicht haltbar ist. Und es wird für uns, wenn wir an der Regierung sind, Wochen und Monate dauern, bis das von Ihnen in diesen Tagen zerstörte Vertrauen in Deutschland überhaupt wieder hergestellt werden kann, meine Damen und Herren. Sie wissen doch, dass eine Isolierung einer großen Nation, gerade einer Exportnation wie Deutschland, auf Dauer überhaupt nicht durchzuhalten ist. Sie wissen doch um die Einflüsse zwischen Politik und Weltwirtschaft. Ich nenne nur das Beispiel WTO. Und Sie haben sich doch selbst vor wenigen Tagen in Johannesburg hingestellt und die Vereinigten Staaten von Amerika gegeißelt, dass Sie in Umweltfragen einen Alleingang machen. Ich finde das genauso falsch wie Sie. Aber ich sage, genauso darf Deutschland sich nicht an die Seite stellen, sich isolieren, sondern muss mit der Gemeinschaft gemeinsam Positionen finden, meine Damen und Herren. Und zu Ihrer Politik des letzten Jahres kann man nur sagen, von der uneingeschränkten Solidarität am 11. September 2001 zum uneingeschränkten Alleingang am 11. September 2002, das ist zu viel für jeden ernstzunehmenden Menschen, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie allen Ernstes, wo kämen wir eigentlich hin, wenn alle wichtigen Nationen dieser Welt so vorgehen würden wie Deutschland? Das ist unverantwortlich und ich sage Ihnen, bei Ihnen haben sich die Maßstäbe Ihrer Politik während des Wahlkampfes einfach verschoben. Wenn Herr Müntefering in Ihrer Partei sagt, dass auch wenn Beweise vorliegen, die Deutschland niemals UN-Maßnahmen unterstützen würde, dann kann ich nur sagen, das hat mit Verantwortung nichts zu tun. Und das zeigt einfach nur, dass die deutsche Außenpolitik jetzt Unterabteilung der Kamper geworden ist, meine Damen und Herren. Und so kann man nicht vorgehen in Deutschland. Deshalb sage ich Ihnen, und das ist in der Tradition der christdemokratischen Parteien CDU und CSU nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat nie ein politisch verantwortlich handelnder kein Abenteuer zu machen ist. Es ist mit überhaupt keinem verantwortlichen Politiker, auch nicht von CDU und CSU, ein Abenteuer zu machen. Es ist uns ein Abenteuer in Bezug auf deutsche Wege und Isolation zu machen. Beide Abenteuer finden mit uns nicht statt, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, ich sage dies und sehr bewusst, als jemand, der wie alle hier in diesem Hause vermutlich
viele Briefe, viele Telefonanrufe bekommt von Menschen, die Sorge haben, die Angst haben. Von Menschen, gerade älteren Menschen in diesem Lande, die sagen, ich habe den Krieg noch selber miterlebt. Bitte könnt ihr etwas tun, dass ich das nicht wieder erleben muss. Ich kann es nicht schaffen, ich habe Angst vor Bomben. Und natürlich kennen auch wir die Umfragen. Natürlich wissen auch wir, wie die Meinung über einen militärischen Einsatz im Irak ist. Wir wären doch blind und taub, wenn wir solche Ängste ignorieren würden. Aber meine Damen und Herren, wir müssen uns in diesem Hause als Menschen und als Politiker, und beides muss zusammengehen, entscheiden. Und wir müssen uns entscheiden in der Frage, was ist das Interesse unseres Landes? Und Deutschland ist nicht irgendein Land. Deutschland ist das größte Land in Europa. Und deshalb ist ganz besonders hier eine Politik der Verantwortlichkeit gefragt und nicht eine Politik, die das Fähnchen nach den Meinungsumfragen morgens nach dem Winde hängt, meine Damen und Herren. Und als verantwortlicher Politiker müssen Sie schon ein paar Fragen beantworten. Was ist denn die Lehre aus dem Schicksal der deutschen Toten in Djerba? Als an einem Urlaubstag in Tunesien im April dieses Jahres deutsche Menschen ihr Leben nach einem Bombenattentat in der Synagoge verloren haben. Was ist denn die Lehre aus den Festnahmen von Heidelberg vor wenigen Tagen, als nicht die deutsche Polizei, sondern der amerikanische Geheimdienst die Entdeckung gemacht hat und einen schrecklichen Anschlag vereitelt hat? Ich sage Gott sei Dank, meine Damen und Herren. Beide Beispiele zeigen doch, ein Alleingang ist die Lösung mit Sicherheit nicht. Sondern die Aufgabe heißt doch, und Sie haben es doch theoretisch so oft gesagt, dass die Globalisierung von uns verlangt, endlich neu zu denken über das Verhältnis von innerer und äußerer Sicherheit. Beide sind nicht zu trennen und beide können wir für unsere Länder nur durchsetzen, wenn wir eine Allianz der Staaten dieser Welt, die Demokratie und Freiheit wollen, bilden und nicht Alleingänge in Deutschland machen, meine Damen und Herren. Und am 11. September haben wir alle in einem beeindruckenden Gottesdienst im Berliner Dom der Opfer des 11. September gedacht. Bischof Huber hat gesagt, selig die Friedensstiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt aus der Bergpredigt. Und er hat es uns ausgelegt. Er hat gesagt, oft wird dieser Teil der Verkündigung Jesu als Aufforderung dazu gedeutet, Unrecht einfach nur hinzunehmen. Das ist ein Missverständnis. Wie die Bergpredigt lädt dazu ein, Möglichkeiten gewaltfreien Handelns zu erkunden. Und dann sagt er weiter, selig sind die Friedensstifter, nicht die Friedfertigen, sondern die Friedensverfestiger. Das ist die entscheidende Botschaft der Bergpredigt zu Bischof Huber, meine Damen und Herren. Und ich kenne die Position der Kirchen bezüglich des Irak. Aber meine Damen und Herren, die Botschaft heißt, es ist die Rede von einem aktiv handelnden Menschen, einem Friedensstifter. Und deshalb ist der Friedensstifter für mich, wenn er Bundeskanzler ist, einer, der zum Telefonhörer greift. Einer, der durch Europa reist. Einer, der etwas unternimmt, um seine Position in Europa und in der Welt durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und nicht einer, der auf den deutschen Marktplätzen den Menschen durch Schreien Angst macht. Das ist meine Aussage. Und was ist denn jetzt nach der Rede von Präsident Bush? Deutschland wird bald nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sein. Wo sind Sie denn, wenn die Briten an den Resolutionen für die UN arbeiten? Sie sitzen noch nicht mal am Katzentisch, weil Ihnen keiner mehr ein Stück Brot abnimmt nach Ihren Reden hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich habe mich nach dem 11. September oft dagegen gewehrt, wenn es hieß, nicht sei mehr so, wie es einmal war. Ich halte diesen Satz nach wie vor für falsch und völlig überzogen. Denn die Werte, nach denen wir unsere Politik ausrichten, sind nach dem 11. September die gleichen wie vorher. Aber eines wissen wir seit dem 11. September.
Wir wissen spätestens seit dem 11. September, eigentlich bereits seit Auschwitz, dass der Mensch zu absolut allem fähig ist. Diesen Satz hat der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, gestern in einem Gastkommentar in der Welt geschrieben. Und das heißt für mich sehr konkret, wenn wir es ernst meinen mit der Lehre von Auschwitz, wenn wir es ernst meinen mit der Lehre aus der Vernichtung der Juden in Deutschland und der Welt, dann müssen wir diese Lehre mit Blick auf die Zukunft ziehen, meine Damen und Herren, mit Blick auf verantwortliche Politik heute. Und deshalb sage ich Ihnen, ich möchte niemals in eine Situation kommen, dass eine deutsche Bundesregierung sich fragen lassen muss, habt ihr alles getan, um zu verhindern, dass der Diktator im Irak die Juden in Israel in Lebensgefahr bringen konnte? Habt ihr, ja, das müssen Sie sich schon anhören. Habt ihr vergessen, dass es das erklärte Ziel Husseins ist, die Existenz Israels zu vernichten? Habt ihr wirklich den Anfängen gewehrt? Und meine Damen und Herren, es ist schon schwierig, wenn der irakische Außenminister Naci Sabri in diesen Tagen sagt, Deutschlands Veto erfolgt im Namen aller Völker, die sich nicht damit abfinden, dass eine Handvoll jüdischer und amerikanischer Gruppen der Welt ihren Willen aufzwingt. Das sind Kronzeugen, die möchte ich für deutsche Politik nicht haben, meine Damen und Herren. Die haben sie im Augenblick und davon müssen wir schnellstens wieder runterkommen und dafür wird die Union sorgen, meine Damen und Herren. Nicht haben, meine Damen und Herren, die haben sie im Augenblick und davon müssen wir schnellstens wieder runterkommen und dafür wird die Union sorgen, meine Damen und Herren.